Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder so ein Mini-Baby-Haul. Ich habe ein Paket von All About Anna bekommen. Und zwar hat sie ja, wer sie kennt, die Cueca-Sachen bestellt. Und da sie das Geschlecht noch nicht wusste, hat sie sie einmal in rosa und einmal in blau bestellt. Jetzt bekommt sie einen Jungen und ich habe sie, ja, bevor sie das Outing gemacht hat, schon gefragt, ob sie die rosenen Sachen eben verkaufen würde, wenn es ein Junge wird. So, dies hat sie zugestimmt und ich habe ihr die Sachen abgekauft, denn wie ihr wisst, bekommt sie einen kleinen Buben. Und wir freuen uns sehr, denn wir haben das Paket jetzt hier unten stehen. Und ich war bei Limango einfach zu langsam. Ich habe in ihrer Story gesehen, dass die Sachen so günstig sind. Aber als ich dann auf die Website gegangen bin, waren alle Sachen ausverkauft. Und deswegen bin ich wirklich sehr begeistert, dass sie mir die Sachen jetzt verkauft hat. Ich habe ihr die einfach zum ganz normalen Preis abgekauft. Also sie hat mir da nichts geschenkt oder so, falls sie das denkt. Aber ich wollte es jetzt einfach mal zeigen, weil es ja auch so ein bisschen zur Erstausstattung gehört. Und deswegen wollte ich euch das einfach mal zeigen. Viel Spaß! Als erstes hat die liebe Anna uns noch zwei Teile extra eingepackt. Und einmal ist es so eine süße Latzhose. Die ist von Anzig's Family in Größe 68. Und die sind so einem richtig schönen Weinrot. Die gefällt mir auch richtig, richtig schön. Die hat sie uns einfach mal so dazu gepackt. Und das nächste, was sie uns einfach so geschenkt hat, ist ein Overall von H&M. Der ist in 62 und auch den finde ich einfach so goldig. Und da freue ich mich auch schon, wenn meine kleine Maus den anhaben kann. Ja, dann kommen wir jetzt zu den ersten Cueca-Sachen. Ich liebe Cueca und nein, ich werde dafür jetzt wirklich überhaupt nicht bezahlt oder so. Sondern ich mag Cueca schon sehr, sehr lange und bevor ich schwanger war, kannte ich die Firma auch schon und die machen einfach so ultra schöne Sachen. Und wir haben jetzt einmal ein Dreier-Set, das heißt eine kleine Decke, eine große Decke und den Fußsack. Der Fußsack passt in Maxi-Cosi und in den Kinderwagen. Das erste ist diese Decke. Die ist 75 mal 1 Meter und sieht so aus. Die Sachen vom Cueca sind immer in so Plastiktüten eingepackt, die man dann hier im Reißverschluss einfach öffnen kann. Und deswegen öffnen wir die mal und holen das Ganze mal raus. Ich habe das mir noch selber noch gar nicht angeguckt, sondern ich wollte, wie gesagt, ein Video drüber machen. Ja, erstmal, wer Cueca noch nicht kennt, das hier ist so das Logo von Cueca. Und hier auch an den Sachen findet man halt immer wieder das Zeichen von Cueca. Genau, die Sachen sind jetzt in rosa-grau. Und oh, die Decke ist ganz schön groß für eine kleine Babydecke. Ja, erstmal, dass die vordere Seite ist in so einem Waffel-Look, Waffel-Optik. Und ja, sieht total süß aus, finde ich. Das ist so typisch Cueca. Also, das hat Cueca irgendwie immer. Und das verbindet man immer mit Cueca. Und die Rückseite ist in so grau. Und dann sind da noch so ein paar Blümchen drauf, ein paar weiße Punkte. Finde ich auch sehr schön. Und ja, ich finde die Decke ganz praktisch. Einfach, wenn das Baby mal irgendwo liegt oder für einen Kinderwagen oder sonstiges, finde ich die wirklich sehr, sehr schön. Die genauen Preise kann ich euch leider nicht mehr sagen. Ich glaube, diese Decke kostet 30 Euro und die große 35 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber ungefähr so um den Dreh 30 Euro wird diese Decke gekostet haben. Ja, dann machen wir direkt weiter mit der zweiten Decke, die große. Die große Decke ist nämlich 1 Meter mal 1,50 und ist sonst in dem gleichen Stil. Also sieht genau so aus. Und ist halt einfach nur ein bisschen größer. Finde ich auch sehr schön als Kuscheldecke. Auch wieder eingepackt natürlich. Und genau, wie gesagt, einfach genau die gleiche Noten groß. Einmal in Grau und einmal hier auf der anderen Seite in dem Waffel-Look. Und hier hat sie auch noch so eine Blume und das Cueca-Zeichen eben. Hier auf der anderen Seite ist die Blume rosa. Ja, und finde ich auch total schön. Die ist echt richtig, richtig groß. Also da könnte sogar ich mit kuscheln.
einmal das Ganze nochmal in groß. So, dann kommen wir zum tollsten Teil und zwar den Fußsack. Der ist wirklich sehr beliebt, kostet glaube ich ursprünglich 100 Euro und jetzt war er bei Limango im Angebot für, ich glaube, 50 Euro und ja, der ist auch in dem gleichen Look, also auch in dem Rosa und hat so ein ganz, ganz tolles Plüsch hier dran und ja, sieht total toll aus. Können wir jetzt auch noch mal auspacken. Tada! So sieht der aus. Das ist so ein Fußsack. Hier hat er noch so eine Kapuze dran. Die kann man auch hier so mit Klettverschlüssen öffnen. Dann ist er so ein, ja, ist er so ein bisschen größer. Aber man kann den halt auch eben hier mit Klettverschlüssen wieder zumachen. So als kleine Mütze oder so. Kapuze. Hier sind auch wieder die kleinen Blümchen dran. Und sonst ist der echt so kuschelig. Oh, ich würde mich da selber reinlegen. Der ist richtig, richtig schön. Und genau so sieht der aus. Und man kann hier hinten halt immer die Gurte durchführen. Also auch vom Maxi-Cosi oder vom Kinderwagen kann man hier überall immer die Gurte durchführen. Damit man den auch mit anschnallen kann sozusagen. Hier kann man das noch so aufknöpfen und halt eben mit dem Reißverschluss aufmachen. Dann kann man das Kind da problemlos reinsetzen. Oh, ich glaube, ich würde mich da selber reinlegen. Das ist ja richtig kuschelig, ey, wirklich. Ich bin begeistert. Ja, und dann kann man das natürlich auch noch komplett bis oben hin schließen, dass man dann nur noch so das Kind nur noch so ganz, ganz bisschen rausguckt, wenn es wirklich richtig, richtig kalt ist. Aber genau, so sieht das eben aus. Ich denke mal, dass wir den nicht für den Maxi-Cosi benutzen werden, sondern eher für die Babyschale im Kinderwagen oder halt auch später im Sportsitz auf jeden Fall, weil unsere Babyschale oder unser Maxi-Cosi, unser Cybex ist dunkelblau. Ich weiß nicht, ob das so gut mit dem Rosa nachher passt. Und der sieht auch so groß aus. Ich muss das mal ausprobieren. Aber ich denke, dass wir den halt nur für die Babyschale oder für die Babywanne am Kinderwagen benutzen werden und halt für den Sport, weil dafür ist er wirklich richtig, richtig schön. Ja, meine Lieben, und das war's dann auch. Das waren so die Koeke-Sachen, die ich jetzt gekauft habe. Ich bin wirklich mehr als begeistert. Und Koeke hat mich mal wieder nicht enttäuscht. Wie gesagt, die genauen Preise weiß ich nicht mehr. Ich habe euch ja das so ein bisschen geschätzt mit den 30 Euro und so. Und ich denke, das passt auch ganz gut bei dem Preis, was ich anderen bezahlt habe. Genau. Aber das war's auch. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Mini-Haul gefallen. Und dann könnt ihr euch bald wieder auf die XXL-Hauls freuen, weil da kommt auf jeden Fall noch einiges. Und dann würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!